Meine Damen und Herren, es liegt 4 Jahre jetzt zurück, dass ich in einer Christologievorlesung die Jesusdeutung von Karl Jaspers behandelt habe. Nicht einfach, um sie zur Übernahme zu empfehlen, sondern mit ihr eine Diskussion anzustoßen, in der es überhaupt um die Bedeutung Jesu für unser Menschsein gehen sollte. Immerhin hatte Jaspers seine Jesusdarstellung, was immer man sonst von ihr halten mag, ja auf die menschliche Existenz und ihre Sinnfrage bezogen und selbst diese Frage mit einem Ernst wie sonst kaum jemand gestellt. Jesus gilt ihm als einer der maßgeblichen Menschen, derjenigen also die Erfahrungen des Menschseins im Äußersten kundgemacht haben. Gemeinsam ist ihnen, sich an eine tiefste Innerlichkeit in uns zu wenden, die noch vor allem Tun liegt und darin auf etwas unbedingt Gültiges bezogen zu sein. Jesu ganzes Leben, so Jaspers, scheint wie von der Gottheit durchleuchtet. Seine Gottesnähe steht unter keiner Bedingung. Aber die Maßstäbe, die von dort sprechen, stellen alles andere unter ihre Bedingung. Und so ist das Wesen seines Glaubens die Freiheit. Denn in ihm wird die Seele weit im Schlechthin Umgreifenden. Während sie Glück und Unheil der Welt erfährt, erwacht sie zu sich selbst. Was nur endlich ist, was nur Welt ist, kann sie nicht gefangen halten, da ihr gerade in der Erschütterung jeden endlichen Halts das Bewusstsein wird, sich von Gott geschenkt zu sein. Und eben die Unbedingtheit, die sein Leben bestimmte, enthüllt auch sein Tod. Jesus starb, weil er es wagte, die Wahrheit des Menschseins zu sagen und selbst wahr zu sein. Seine Verkündigung zu hören, Wert der Selbstzufriedenheit, erinnert an die höhere Instanz. Orientierung an Jesus heißt deshalb, sich von ihm zu dem uns möglichen Ernst aufrufen zu lassen und im je eigenen unvertretbaren Bezug auf die Transzendenz, Wahrheit und Sinn unserer Existenz zu gewinnen. Ja, das waren große, es waren pathetische Worte. Aber schon beim Vortrag hatte ich das Gefühl, mit ihnen nicht nur nicht überzukommen, sondern schlicht auf Unverständnis zu stoßen. Aber vielleicht lag es ja nur an der Sprache. Also habe ich, um wenigstens Jaspers Anliegen, nämlich seinen Aufruf zu einem unbedingt verbindlichen Existieren zu retten, in der nächsten Vorlesungsstunde noch eins draufgesetzt und zu verdeutlichen versucht. Wo das Objektwissen endete, da fingen die existenziell belangvollen Fragen noch erst an. Und gerade die Wahrheiten, die zählen in einem Leben, seien niemals ohne die eigene Beteiligung zu haben. Im Grunde, wenn auch in verschiedenen Graden, sei das bei allen Wahrheiten so, ganz sicher aber bei denen, die dadurch, dass ich persönlich als Subjekt involviert bin, überhaupt erst konstituiert sind und anders auch nicht verstanden werden können. Wer nicht selbst wenigstens anfanghaft Liebe erfuhr, dem ist auch mit der besten Liebeslyrik nicht zu helfen. Er weiß nicht, wovon die Rede ist. Wem niemals das Bewusstsein unbedingter Verpflichtung aufging, sei es als Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Treue, als Scham über eine Gemeinheit oder als Unruhe über die eigene Teilnahmslosigkeit an fremder Not, den werden auch Moralpredigten höchstens einschüchtern können, weil ihm die Dimension ursprünglicher Moralität verschlossen blieb. Und ebenso
Wer kein Wissen hat von der bleibenden Sehnsucht, noch in jedem Glück, dass die erreichten Ziele nicht halten, was sie versprachen. Wer nichts weiß vom Absturz des Denkens, nichts von der Angst, die unser zufälliges Dasein begleitet. Wer seine menschlichsten Hoffnungen vorzeitig begräbt, sich dem Tod schon als Lebender unterwirft und niemals empört war über das Schicksal der vielen, die betrogen und elend ohne Erinnerung und Rechtfertigung sterben. Ja, der wird natürlich auch keine Sinnfragen stellen. Und schließlich, wer niemals den Wunsch verspürt hat, dass sein Dasein nicht bloßer Zufall und am Ende ersetzbar sein möge, aber zugleich auch den Anspruch, dass er sich selbst und seine Wirklichkeit übernehmen, eine verbindliche Einstellung zu sich selbst finden und statt für den Gang seines Lebens immer nur auf andere, auf die Umstände und Verhältnisse zu verweisen, endlich doch einmal für sich selbst einstehen muss. Wem diese Erfahrung ganz fremd ist, der wird wahrscheinlich auch niemals verstehen, was Jaspers und andere meinen, wenn sie von Existenz, Selbstsein, Identität, Subjektwerdung sprechen. Ob diese engagierten Worte, sie waren ja etwas konkreter als Jaspers, aber immer noch ziemlich steil und pathetisch. Ob sie etwas bewirkten, ich habe es nicht feststellen können. Und ich erzähle es auch nur, um Ihnen die Genugtuung zu gönnen, dass auch und gerade wir Hochschullehrer didaktisch immer wieder auf die Nase fallen. Zum anderen und vor allem jedoch, weil es eine der Schlüsselerfahrungen für mich war, wie schnell und gründlich sich für die Frage nach Gott und die Rede von ihm die Verstehensvoraussetzungen ändern. Und damit bin ich nun endgültig beim Thema. Denn über diese Veränderung, wie ich sie erlebt habe und einschätze, soll und möchte ich sprechen. Es ist deshalb auch keine Nostalgie, wenn ich deshalb zurückblicke zunächst auf die gut 2 Jahrzehnte, in denen sich mein theologisches Denken ausgeprägt hat. Denn zum einen ist das, was ich auf diesem Weg für mich als klar herausgebildet hat, dasselbe, was ich auch heute vertrete, und was ich Ihnen deshalb im ersten Teil mitteilen möchte. Etwas anderes habe ich nicht. Zum anderen lassen sich aus dieser Perspektive im zweiten Teil gerade auch die Veränderungen der Situation benennen, in der wir uns mit der Rede von Gott inzwischen befinden und in der, ich sage das offen vorweg, auch ich kein Patentrezept weiß, sondern stärker und bewusster als früher die Grenze der theologischen Reflexionsarbeit erlebe und das heißt, ihre Angewiesenheit auf das Bemühen von allen, die im Prozess der Glaubensüberlieferung stehen. Ich komme zum ersten Teil. Dass die Rede von Gott und von Menschen unlösbar zusammengehören, das war damals vor gut 2 Jahrzehnten die alle verbindende Basisüberzeugung. In einer beispielhaften Ablösungsarbeit hatte namentlich Karl Rahner die katholische Theologie aus der neuscholastischen Erstarrung befreit und sie unwiderruflich auf die anthropologische Wende des Denkens und damit auf die Neuzeit verpflichtet.
Es zeigt sich, so hatte ebenfalls schon 1925 Rudolf Bultmann notiert, will man von Gott reden, so muss man offenbar von sich selbst reden. Dabei war auch Karl Barth durchaus nicht vergessen. Sein scharfes Verdikt gegen die bürgerliche Verflachung der liberalen Theologie formuliert, es halte uns noch in den Ohren, dass nämlich von Gott zu reden doch wohl noch anderes und mehr besagen müsse, als nur in etwas erhöhtem Tone vom Menschen zu reden. Es ging uns entschieden und ehrlich um Gott, aber um Gott für uns Menschen. Und wenn schon, was viele von uns übrigens nur mit Schmerzen akzeptierten, seine Existenz nicht beweisbar war, so musste der Glaube an ihn und seine Selbstoffenbarung sich doch wenigstens als unbedingt bedeutsam aufzeigen lassen. Darunter war die Wahrheit des Glaubens, deren Verheißung uns in die Kindheit geleuchtet hatte, fortan nicht mehr zu vertreten. Gerade das Konzil hatte ja dazu ermutigt, indem es die über 100 Jahre lang in sich erfolgreiche Strategie der katholischen Kirche, sich gleichsam als Gegenkultur gegen die neuzeitliche Lebenswelt zu behaupten, offiziell revidierte und nun erklärtermaßen auf Dialogbereitschaft setzte. Vor allem hatte es sich der manchmal übersehene und doch epochalste Schritt zum Prinzip der Neuzeit bekannt, dass der Anspruch der Wahrheit die Anerkennung der Freiheit voraussetze und deshalb nur in verantworteter, also freier Einsicht zu der Geltung gelangen könne, die ihr als Wahrheit entspricht. Und es sei doch auch, interpretierte Walter Kasper, eben die Freiheit selbst, die von ihrem eigenen Wesen gedrängt wird, die Wahrheit zu suchen. Ebenso wegweisend der Eröffnungssatz der Pastoralkonstitution, dass Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten, auch die Freude und Trauer, Hoffnung und Angst der Jünger Christi seien, von Jüngerinnen redete auch das Zweite Vatikanum noch nicht, und nicht zuletzt die konziliare Ermahnung auf die Zeichen der Zeit sich einzulassen. Und diese Zeichen, so schien alles, standen günstig. Gerade die Nichtchristen, auch wenn sie das Christentum mit Ideologiekritik nicht verschonten, gaben die Stichworte vor, die man unmittelbar aufgreifen konnte. Ernst Bloch unermüdlich das Thema Hoffnung, so dass sich, ich habe das in Tübingen erlebt, die Diskussion sogleich darauf richten konnte, ob das menschliche Potenzial dieser Hoffnung tatsächlich selbst Gott, Deus Spes, heißen könne oder ob von ihr gerade um ihrer Reichweite willen nicht doch ein Gott der Hoffnung, Deus Spei, zu unterscheiden sei. Die Diskussion war so aktuell überall, dass man schon von theologischer Blochmusik sprach. Auch mit den intellektuell so redlichen Atheisten wie Albert Camus gab es eine gemeinsame Basis. Denn seine Definition des Absurden, der Mensch ist eine Frage, die Welt antwortet nicht. Sie setzte den Vollzug der Sinnfrage ja schon ausdrücklich voraus. Theologische Vorreiter wie Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann und andere schärften uns ein, dass die Reflexion auf den gesellschaftlichen Ort zur Grundlegung der theologischen Arbeit selbst gehöre.
Und selbst als die tatsächliche gesellschaftliche Misere, die verhängnisvolle Dialektik der Aufklärung unser Bewusstsein einholte, waren noch Gesprächspartner da. Auch die negative Dialektik Adornos kennt ja wie verhalten und theologiekritisch auch immer die Idee der Versöhnung. Jürgen Habermas war uns willkommen, weil sein Konzept der kommunikativen Vernunft, die zur Herrschaftsrationalität verkommene Vernunft, ersichtlich humanisierte. Blieb freilich auch an ihn noch die Frage, und Helmut Peukert stellt sie beharrlich, ob ein entschlossenes kommunikatives Handeln, wenn es sich mit der definitiven Vernichtung der Opfer der Geschichte abfindet, nicht an den eigenen Widersprüchen zerbrechen muss. Und schließlich nicht zu vergessen, die Theologen begannen damals, die so lange ignorierten Klassiker der Neuzeit und Moderne, Kant, Hegel, später auch Nietzsche, endlich selbst zur Kenntnis zu nehmen, zur Vertiefung der anstehenden Probleme und als Herausforderung. Ich will diese Erinnerung nicht weiter verfolgen. Sie illustriert jedenfalls das Klima, in dem unsere Theologie sich entwickelte, sicher auch großenteils ihre, und entwickeln konnte, weil die Fragen so explizit gestellt und allgegenwärtig waren, dass man sie gar nicht umgehen konnte. Wie aber lässt sich in diesem Kontext, denn dies war ja unser Interesse, nun die christliche Rede von Gott als sinnvoll, ja sogar unbedingt bedeutungsvoll erschließen? Ich kann Ihnen, meine Damen und Herren, dazu nur meine Antwort vortragen, weil ich nur für Sie in der Diskussion auch eintreten kann. Und ich will es versuchen in einem Gedankengang von 7 Schritten. Das ist jetzt der wesentliche Teil, doch des ersten Teils. Für diesen Gedankengang will ich Sie nun um Ihre Bereitschaft zum kritischen Mitvollzug bitten. Der erste und wichtigste Schritt ist natürlich, einen tragfähigen Ausgangspunkt zu finden, geeignet für die Erschließung des Glaubens und mitvollziehbar für jeden, der überhaupt am Gespräch interessiert ist. Unhintergehbar ist nun aber die menschliche Freiheit. Noch wer sie bezweifelt, macht von ihr ja Gebrauch. Ohne sie wären spezifisch humane Vollzüge, Kommunikation, Recht, Moralität und so weiter überhaupt nicht zu denken. Und so kann es für unseren Gedankengang auch genügen, dass wir uns gegenseitig Freiheit alltäglich unterstellen, sie für uns selbst in Anspruch nehmen und dass selbst noch ihre hartgesottensten Bestreiter sich in der Praxis nicht gern beim Wort nehmen lassen. Hinzu kommt, dass Freiheit als das zentrale Motiv und bis heute unerledigte Thema der Neuzeit gelten kann, sodass, wenn überhaupt, sich am ehesten noch bei ihm Aussicht bietet, zu einem Diskurs auch über den Glauben zu kommen. Dass dies nicht auf bloße Anpassung hinauslaufen kann, ist angesichts der schon früh angebahnten und inzwischen fast unaufhaltsam erscheinenden historischen Prozesse natürlich klar. Aber ebenso gewiss ist, dass jede Kritik am herrschenden Freiheitsverständnis nur einleuchten kann,
wenn die gemeinsame Basis, eben die Option für Freiheit, dabei anerkannt bleibt. Und schließlich, nicht zuletzt, sind es genuin theologische Gründe, die den Freiheitsansatz empfehlen. Seit den Tagen des Exodus geschieht Heilsgeschichte ja als Befreiungsgeschichte. Von Paulus wird Freiheit als zentrales Heilsgut beschrieben. Vor allem aber für mich besonders bewegend: Gott selbst hat in der Mitteilung seiner Liebe die Freiheit der Menschen, die er suchte, schon anerkannt und bedingungslos geachtet. Sichtbar am Weg Jesu bis an das ohnmächtige Ende. Gründe genug also für das theologische Denken, sich auf die Instanz der Freiheit zu verpflichten. Und um nun, zweiter Schritt, mit diesem Anfang auch etwas anfangen zu können, brauchen wir einen klaren Begriff. Wir wollen am Ende ja Gott denken, hat die Gabi gesagt. Wie wird uns Freiheit bewusst? Am deutlichsten, denke ich, als unsere Fähigkeit, zu schlechthin allem, zu jeder Gegebenheit, jeder Forderung, noch dem eigenen Dasein gegenüber, uns verhalten zu können. Das heißt, jedes Gegebene distanzieren, es überschreiten und dann bejahen oder verneinen zu können. Also ist Freiheit zu denken als spontanes sich verhalten, als grenzenloses sich öffnen und als ursprüngliches sich entschließen. Mit einem Wort, als Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Und diese Fähigkeit, das ist nun entscheidend, ist unbedingt, das heißt durch nichts außer ihr zu erklären. Vielmehr hätte jeder Versuch solcher Erklärung das Bewusstsein von ihr schon verraten. Nicht als ob Freiheit ganz isoliert, gleichsam pur, Freiheit pur für sich allein, auch schon wirklich sein könnte. In dieser Hinsicht, also als tatsächlich existierende Freiheit, ist sie vielmehr auf vielfache Weise bedingt. Leibhaft gebunden, welthaft situiert und zudem intersubjektiv, also durch andere Freiheit, zu ihrem aktuellen Selbstvollzug stets schon vermittelt. Und doch hebt diese, wie ich sie nenne, materiale Bedingtheit ihre formale Unbedingtheit nicht auf. Denn Bedingtsein heißt nicht verursacht sein. Auch zu ihrer Bedingtheit kann sich Freiheit ja nochmal verhalten. Mit dem dritten Schritt kommen unsere Überlegungen in Fluss. Freiheit ist Fähigkeit der Selbstbestimmung, habe ich gesagt. Also ist sie das durch sich selbst Bestimmbare und zugleich, wenn sie will, das sich selber Bestimmende. Zur wirklichen Selbstbestimmung aber kommt es erst dadurch, dass sie sich für bestimmte Inhalte tatsächlich entschließt. Nur so gewinnt sie reale Identität, werden wir Subjekte einer eigenen Geschichte. Freiheit kann sich ja nicht darin erfüllen, Mann ohne Eigenschaften, Skeptiker, Ironiker, sich zu allem Wirklichen nur auf Distanz zu halten, sich in abstrakter Reinheit, schöne Seele zu bewahren und schließlich den schönen Tod der inneren Auszehrung zu sterben. Zugleich aber stoßen wir hier auch auf ein erstes Problem. Wenn Freiheit gerade aufgrund ihres unbedingten Sich-Öffnens sich von jedem gegebenen Inhalt wieder losreißen, ihn überschreiten und zurücklassen kann, gibt es dann überhaupt einen Inhalt, angemessenen Inhalt für sie?
ist der freie Mensch womöglich eine Fehlkonstruktion, eine ruhelos unerfüllbare Sehnsucht, eine, wie Sartre formulierte, nutzlose Leidenschaft. Freiheit kann nicht nur, sie soll sich auch selbst bestimmen. Dieser Anruf ergeht dem vorfindlich existierenden Menschen aus dem Bewusstsein eben seiner Freiheit. Eben weil sie noch nicht ist, was sie sein kann. Und eben darum kann nun auch, das ist der vierte Schritt, der Maßstab für den gesuchten, ihr angemessenen Inhalt nur wieder sie selbst sein. Dasselbe besagt, wenn man es ethisch ausdrückt, der Begriff der Autonomie, dass Freiheit sich selbst Gesetz ist. Autonom wird also ihre Selbstbestimmung nur sein, wenn sie sich zu sich selbst entschließt und auf die Unbedingtheit des eigenen Wesens als Kriterium ihrer Selbstverwirklichung sich verpflichtet. Als Inhalt, der ihrem unbedingten sich öffnen entspricht, kommt dann aber letztlich nur noch ein solcher in Frage, der sich seinerseits durch Unbedingtheit auszeichnet. Die andere Freiheit also. Die Freiheit der anderen. Was wir damit erreicht haben, meine Damen und Herren, ist der oberste Grundsatz der Ethik. Freiheit soll andere Freiheit unbedingt anerkennen. Diese Forderung, ebenso unbedingt wie die Freiheit selbst, gilt auch dann, wenn der andere die Bejahung nicht erwidert, vielleicht auch noch nicht oder nicht mehr erwidern kann. Gleichwohl werden wir von wirklicher, von beglückender Erfüllung der Freiheit erst sprechen, wenn die Anerkennung auch gegenseitig geschieht. Hier aber zeigt sich ein zweites Problem. Denn da diese Sinnerfüllung vom anderen her ja ebenfalls dessen freier, ursprünglicher Entschluss ist, bleibt sie für uns wesentlich unverfügbar. Wobei wir freilich zugleich sehr genau wissen, dass auch nur das, was aus unverfügbarer Freiheit geschenkt wird, die Freiheit, die wir selbst sind, zu erfüllen vermag. Eben das macht ja das Glück und die ganze Not menschlicher Beziehungen aus, dass wir einander als Freie wollen, die freie Anerkennung begehren, aber eben deshalb einander auch frei lassen müssen. Und mit dieser Not wiederum wächst die Gefahr, uns dennoch zum Herrn des Verhältnisses aufzuschwingen und den anderen, wie raffiniert auch immer, unter die eigene Regie und Verfügung zu bekommen. Um zu meinem Ziel zu gelangen, muss ich fünftens noch einen Zwischenschritt einschalten. Denn was heißt das eigentlich, andere Freiheit unbedingt anerkennen? Nichts anderes, denke ich, denken wir sicher alle, als ihr sagen, es ist gut, dass du bist, Gutheißung. Genauer noch, du sollst sein. Anerkennung will das Sein anderer Freiheit. Eben darum aber geschieht sie auch nur ernsthaft, wenn sie sich durch konkrete Handlungen und Inhalte vermittelt, die dieses Sein-Sollen des anderen nicht nur bekunden,
sondern auch schon wenigstens anfanghaft realisieren. Dazu gehören die Blumen zum Geburtstag und das ermutigende Gespräch ebenso wie der Einsatz für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung, denn jede Freiheit trägt Verantwortung für eine Welt, durch deren Verhältnisse die Bestimmung aller Menschen zum realen Freisein gefördert wird. Wesentlich dabei ist nun, dass dieselben Dinge und Gehalte, die als adäquate Erfüllung der Freiheit ausfielen, nun als Medien der Anerkennung eine veränderte Zielrichtung gewinnen. Aus Objekten werden Symbole, so nenne ich sie, weil durch sie die eine der anderen Freiheit sich mitteilt, ohne doch einfach mit ihnen identisch zu sein. Zugleich freilich kehrt, wenn auch auf einer höheren Ebene, die alte Schwierigkeit wieder. Denn weder kann sich der unbedingte Entschluss der Freiheit in solchen Symbolen erschöpfen, noch kann sie das Sein-Sollen des anderen so unbedingt, wie es gemeint ist, durch solche Symbole schon realisieren. Immer nur auf bedingte, auf endliche Weise kann unbedingte Bejahung Wirklichkeit werden. Daher auch die Vorläufigkeit der Symbole. Sie versprechen noch, was in ihnen doch auch schon geschieht. Und daher übrigens auch ihre Bezweifelbarkeit, aber das wäre ein eigenes, wenn auch sehr plastisches Thema. Ich komme zum sechsten Schritt. Der unbedingte Entschluss für den anderen, wie sein unbedingtes sein sollen, sind stets, das war das Zwischenergebnis, nur bedingt realisierbar. Mit dieser Einsicht in die Vorläufigkeit wirklicher Anerkennung zeigt die Aporie, die im Wesen der endlichen Freiheit selbst wurzelt, ihre von uns nicht mehr aufhebbare Gestalt. Menschen wollen, ja sie beginnen sogar, was sie selbst nicht vollenden können. Du sollst unbedingt sein, heißt letztlich, du sollst nicht sterben. Hat diese Aporie nun nicht nur für uns, sondern überhaupt und definitiv als unlösbar zu gelten? Theoretisch zwingend nicht. Denn theoretisch ebenso möglich und deshalb mit intellektueller Redlichkeit vertretbar ist an dieser Stelle auch die Idee einer Freiheit, die nicht nur wie die unsere formal, sondern auch material unbedingt und insofern vollkommen wäre. Einheit von ursprünglichem Entschluss und ursprünglicher Verfügung über allen Gehalt. Theologisch gesprochen Einheit von Liebe und Allmacht. Sie allein könnte die Intention unbedingter Anerkennung einlösen und somit den Sinn menschlicher Freiheit verbürgen. In der Idee Gottes, so meine Kurzdefinition, in der Idee Gottes wird die Wirklichkeit gedacht, die sich Menschen voraussetzen müssen, wenn das Unbedingte sein sollen, dass sie im Entschluss ihrer Freiheit für sich selbst und für andere intendieren, als möglich gedacht werden soll. Wohlgemerkt aber, wenn es als möglich gedacht werden soll.
Vielleicht denken Sie jetzt, meine Damen und Herren, ich habe es ja gewusst. Am Ende wieder der Lückenbüßer Gott und natürlich der Rekurs auf den Tod. Aber immerhin würde ich gegenhalten, haben wir das Ergebnis, die Offenheit für Gott auf eine streng analytische und verbindliche, sogar für die autonome Freiheit verbindliche Weise erreicht. Und außerdem ist folgt dann noch der siebte Schritt. Ob die genannte Voraussetzung gemacht werden kann, ist nämlich entsprechend der eigentümlichen Zeitstruktur unseres Freiheitsvollzugs keineswegs erst ein künftiges, sondern ein durchaus schon jetzt virulentes Problem. Denn Menschen wissen nun einmal, wie latent auch immer und dennoch beständig um ihre Endlichkeit und also auch um die Bedrohtheit dessen, was sie beginnen. Ohne die genannte Voraussetzung könnte bei hellem Bewusstsein ihre gegenseitige Anerkennung und Liebe nicht mehr sein und nicht mehr zu sein hoffen als der tapfere, aber dennoch vergebliche Kampf gegen das Schicksal der Absurdität und der Vernichtung. Umso erstaunlicher ist freilich, dass Menschen immer wieder und wie selbstverständlich von einem bleibenden Sinn dessen, was sie beginnen, schon ausgehen. Unter dem Gesetz der Angst könnte es ja auch kaum gelingen. Liebe kann nur gelingen, wo ihr vertraut wird. Und dies nicht nur, weil jeder ohne die Freiheit des anderen erst berechnen zu können, anfangen muss, wenn überhaupt etwas glücken und stark werden soll, sondern eben auch deshalb, weil er, wie beschrieben, die in der unbedingten Affirmation von Freiheit intendierte, vielleicht sogar antizipierte Sinnvoraussetzung nicht garantieren kann. Die Gefährdungen aber, die sich auftun, wenn diese Voraussetzung verloren geht, sind vielfältig. Selbstüberforderung und Übererwartung an andere, lähmende Entmutigung, resignierter Rückzug auf sich selbst und die eigene Sicherung, wenn nicht sogar die Verkehrung der eigenen Wesensbestimmung auf den eskalierenden, lebenszerstörenden Wegen des Willens zur Macht. Ob der Hoffnung der Freiheit vertraut werden darf und sie schon jetzt als verbürgt geglaubt werden kann. Das kann also für die Verwirklichung der Freiheit jetzt nicht gleichgültig sein. Und wird besonders dann nicht bedeutungslos sein, wenn die Anerkennung einseitig bleibt, der geforderte Selbsteinsatz riskant und kostenreich wird und vielleicht sogar alles Bemühen vergeblich erscheint. Natürlich, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen mit alledem keinen Gottesbeweis geliefert. Nichts berechtigt dazu, aus der Idee Gottes, so möglich und sinnvoll sie ist, auch schon auf seine Wirklichkeit zu schließen. Und erst recht können wir über sein freies Verhältnis zu uns nichts entscheiden. Wohl aber lässt sich mit den gewonnenen Mitteln, die durch die Erinnerung des Glaubens begründete Rede von Gott in ihrer unbedingten Bedeutung erschließen. Dass Gott sich selbst für uns bestimmt hat, indem er seine Liebe in Jesu Wirken
bis in den Tod uns zuvorkommend zuwandte und an ihm ihre Treue erwies, dieser absolute Affirmation unserer Freiheit ist die Vorgabe, aus der sie nun selbst sich bestimmen, mit der sie ihrerseits beginnen und von der sie unwiderruflich und unerschöpflich für sich selbst und für jeden Gebrauch machen darf. Was dies für die Annahme unserer selbst, unser Freiwerden mit den anderen, für unser individuelles und gesellschaftliches Handeln besagt, ließe sich leicht durchbuchstabieren und dabei auch der Sinn von Rechtfertigung, Versöhnung, Erlösung erhellen. Gerade als Freie sind wir Gottes bedürftig. Denn alles, was Menschen sich selbst, den anderen und nicht zuletzt der erschöpften natürlichen Umwelt antun, im beständigen Kampf um Anerkennung, in der rivalisierenden Sorge um Einfluss und Geltung, im Versuch eigener Selbstvergewisserung durch den Verschleiß von Gütern und die Ausnutzung von Menschen, im Willen zur Übermächtigung von allem, was sich nicht fügt oder Angst macht, und der schonungslosen Selbstbehauptung auf Kosten der Verletzten und Gedemütigten. Nicht zuletzt auch im beständigen Schwanken zwischen Selbstüberanstrengung und nachfolgender Depression, zwischen projektiver Übererwartung und dann der vorwurfsvollen Enttäuschung, dass der andere auch nur ein Mensch ist. Dies alles hat doch seine gemeinsame Wurzel darin, dass sie die wesenhafte Antinomie ihrer Freiheit, sofern sie bedingt und unbedingt zugleich ist, entweder vor sich nicht zulassen wollen oder aber bewusst sich entschieden, sie allein aus eigenem Vermögen zu lösen. Und fast immer wird, noch hinter den Verzerrungen des Bösen, das Unglück einer Freiheit erkennbar, die sich dazu verurteilt hat oder verurteilt glaubt, ohne Gnade leben zu müssen. Damit habe ich gesagt, zumindest grundrisshaft angedeutet, was ich Konstruktives zur Vergegenwärtigung der christlichen Rede von Gott sagen kann, um die Schwierigkeiten, die sich anschließen, soll es im kürzeren zweiten Teil gehen. Zuvor aber möchte ich Ihnen und mir eine kleine Verschnaufpause, 4-5 Minuten.